kommen wir in diesen tollen, ausgefluteten Tunnel. Ja. Da war ziemlich viel komische Luft drinnen. Da war Gas. Und wir haben uns mit einer Spritze gesprochen, die wir selbst gepasst haben. Ja, das war natürlich sehr schlau, weil wir sowas wie HIV oder irgendwelche Kranken hatten. Da kennt der Typ. Das hat damals nicht existiert. Nein, das war nicht existent. Nein. So, darum machen wir jetzt gleich. Du endlich! Ich hab Angst. Ich sag eins, weil ich stand da. Wir sind komplett behindert. Okay, wir sind komplett behindert. Wir haben kein Öl. Warte. Drüber eben. Was? Ja, dann ist so. Feiner! Gar nicht. Das ist ja auch nix. Scheiße. Nee. Wir können da jetzt durchgehen. Ja, wir können da jetzt... Oh. Nein, da ist schon wieder Gas. So. Wir haben uns ja gespritzt. Ah ja, stimmt. Antigas-Spray. Das ist doch auch jetzt definitiv. Anger of his bitter mother. He never cried. He made others cry instead. Pain is like that. You even need to cut it. Thank you.
Genau. Das heißt, das müsste ich unangenehm sein, und da wo ich von reingekriegt bin. Mach zu! Versteck dich! Wo? Ja! Vielleicht runter. Was gefunden? Ja, das ist klar, einmal ein Preis genommen. Ich wollte mir nicht mehr.
unusual. Too. Was? Ich will jetzt da oben nicht so.
there is never any escape. Things like this live with you all. Alright, baby. Okay. Hi, dish. Few cuts and bruises. Thanks. Ich war so überrascht, dass wir da gestanden sind, dass es nur im Schock auf uns gehaut hat und dass sie wegkommen. Ich kann schon wieder nicht die Tür laufen. Nee. Aber die jetzt überhaupt? Ich weiß es nicht. Hallo? Hallo? Anybody there? Trapper. Die anderen? Du hast in den anderen Zimmer nicht geschaut. In die anderen. Life of August 1839. I can't stop sweating and shaking. The warding ritual was not something of a sane mind. I did not even realize the dungeon was still in use. Alexander had his servants bring one of the prisoners, a murderer, he told me. Alexander made all the arrangements, but he said I had to perform the ritual in order to have the right effect. The shadow could be led astray by the blood of another. Killing the man would provide us precious time. What else could I do? Alexander said it had to be done. He is saving my life. I don't have the luxury of argument. Ja, hat so toll gerettet dein Leben, ne? Hm? Sehr toll. So, die Maschine muss irgendwie... Ja, im Arsch sein. Ja, wir müssen reparieren. Schauen wir mal die nächste Tür. Die da haben wir schon. Ja, okay. Die Bombarsch. Agrippa, I need you to stay awake. Can you feel the syringe? No, I can't feel anything. Alexander? Yes. Soon, I won't even be able to move, will I? Your life is safe. I don't doubt that. But will it be worth living? My name is Agrippa. Whom are you, Daniel?
Like a prophet thrown into the lion's den? Tell me, are you among the lion's den? You want to stop Alexander? Oh my, so Babylon shall fall, you say. You hurry too much. Alexander is toothless without an oar. He has one. That's not very promising at all. The sanctum is basically impenetrable, but I'll guess why more. It could be breached by another, but Alexander broke his, I mean, my oar, a long time ago. Really? Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken oar and mend away. I believe he uses them for torture now. They practically leak mana, which is quite useful, I understand. There should be six of them. Look around the choir and the transept. You should be able to find them there. I know it sounds ridiculous. I mean, look at me. But if you find anything concerning a man named Johann Reim, would you please bring it to me? I believe he was working on a way to help me. A recipe for some sort of potion. A tonic to free me from this husk of mine. What, Lava? Oh, that one. So many of Alexander's things are breaking down. Look around. Maybe the other room. There are machine parts hidden all over this place. You'll find a way to fix it. Okay, thanks, Agrippa. Thank you, sir. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir werden fast. Gumi? Fast. Heinrich Cornelius Agrippa. Was wir reden jetzt. Baron Alexander has sustained my soul in this dead husk for years. Who knows how many? Hundreds, I presume. Gut, aber wenn ich mich so hindrehe, ist es weg. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.